Sowas haben wir auch weiter unten schon gesehen. Also ich glaube auf Caverns Level 3. Ah ja, das sind irgendwelche Spucker-Mumien. Gut. Edelstein, Edelstein. Wir haben schon wieder ein bisschen Gold zusammen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal auf Health und Mana Upgrades sparen. Finde ich nämlich irgendwie am wichtigsten. Gut, hier haben wir alles geklärt. Das heißt, wir können nur da lang. Und da oben ist mal wieder, sieht man schon so schön, so ein Feuerflorboden. Genau, lasst euch alle plattwalzen. Erfahrungspunkte gibt es hier ja keine. Das wird ja alles über Upgrades gemacht. So, die weg, die weg. Die alle weg. Und genau, tötet euch. Und da drüben sehe ich doch schon wieder eine... Also du bist hot, dich sollten wir nicht touch anfassen. So, du stirbst. Und ich glaube hier... Jawohl, hier können wir durch. Secret Area, wieder so eine, so ein Glücksspielding gefunden. So, und aktivieren. One Up, ein Health-Trank und Mana-Upgrade. Sehr schön. Ja, hinter den Säulen sind wir sicher. Edge Badge. Und ich habe irgendwie das Gefühl, diese ledernen Dinger sind Teleporter. Oder irgendwelche Instant-Dead-Kraftfelder. Deswegen gehe ich erstmal schnell darüber. Sammle noch mehr Mirrors ein. Bevor ich mal da, mich da drauf stelle und gucke, wo ich da lande. So, mal kurz ein bisschen heilen. Ist nie verkehrt. Und ja, ich brauche dringend mehr Mana. Wow, Bombe. Geld, 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 Geld. So, dann zeig mal, was machst du mit mir? Ach nee, du machst einfach nur mein Mana weg. Okay. Au. Und du, jetzt brenn ich. So. Ich habe einen Spiegel aufgestellt. Und irgendwie komme ich mir gerade ziemlich langsam vor. Und noch einen Spiegel. Gut. Ach so, ja, da oben muss ich noch einen Spiegel aufstellen, ja. Okay, Solar Node activated. Das Problem ist, jetzt ist der Jung hier abgeschnitten. Naja, jetzt müsste er wirklich hier außen rumgehen. Au. Stell dich doch nicht in die Richtung auf. So. Und mach den Sarkophag weg. Töte einfach alles und heile dich dabei hoch. Oh, du siehst böse aus. Okay, ich muss zugeben, ihr seid nicht ohne.
Liegt aber wahrscheinlich ja daran, dass meine Defense recht schlecht ist. So, will ich es durch das Lavafeld durchprobieren. Erstmal hochheilen, ist eine gute Idee. So, du bist Lava, du bist Lava. Du bist Lava, du bist keine Lava, du bist Lava. Du bist Lava, du bist Lava. Wow, von hinten ist unfair. Und hier spawnen solche Mumien. Also ja, das sind auch nur Mumien mit Hüten. Gut. Erz. Ah, Erz ist immer schön. Wow, oh, oh, die von hinten ist nicht so gut. Ja, kommt ruhig alle her. So. Eure Spawnpunkte zerstören, dich töten, bevor du mich tötest. Au. Oder vergiftest. So, euch mal alle zusammenziehen. Mist, das war keine gute Kombo. Wow. So, weg mit euch allen. Heilen, dann kann ich hier das Mana einsacken und mich noch mehr heilen. So. Und ja, die tauschen hier immer. Also kann ich wirklich mal kurz versuchen, an die Orange ranzukommen. Das ist immer im 25 Health. Und ich bin draußen. Sehr schön. Okay, durch die Flammen hätte ich gar nicht gemusst. Ich hätte draußen rumlaufen können. Auch gut. Oh. Da sind Stampfies. Mhm. So, mehr Mana. Okay, ich bin geheilt. Ich habe hier den Save Point aktiviert. Hier komme ich nicht durch. Wow. Das hätte ins Auge gehen können. Wow, das auch. Wie die immer alle versuchen, hinter mir zu kommen. Ich brauche wirklich demnächst mal den größeren Schwert-Arc. So. Eine Vendor-Coin. Silbermünze hochheilen. So, und sobald ich da drauf gehe, au. Au. Passiert das. Okay. Au, aber auf der anderen Seite ist noch irgendwas versteckt gewesen. Na, da lassen wir uns nicht foppen. Da gucken wir mal, was da liegt. Ein Loch. Loading. You found a secret area below the temple. Ach, das war das. Okay. Ja, toll. Da oben ist der Teleporter raus. Dann nehmen wir den doch. Gut, 6 Tote. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder genug Geld. Oh, und überall stehen jetzt wieder Wachen, nachdem wir die Caverns zurückerobert haben. Ah, wie nett. Gut. Defense erhöhen, wäre mal nicht verkehrt.
Und das geht ja sogar. Ich wollte eigentlich Mana erhöhen, aber Sword Arc ist mir jetzt gerade doch wichtiger. Dass ich Gegner auch in höherem Radius treffe. Und Mana kann ich dann beim nächsten Mal, wenn ich so wieder 20.000 zusammen habe, kann ich wieder gut. Das heißt, wir gehen einfach wieder den üblichen Weg. Das Ohr halte ich mir mal auf. Also das hebe ich mir mal auf, das Ohr. So, ich kann hier wieder durch zum Save Point. Und dann kann ich hier die Tür öffnen. Und mich zermatschen lassen. Das ist doch. Okay, man merke, lange Gänge sind böse. Vor allem sind wir hier in der Pyramide. Und zum Glück spiele ich ja mit unendlich Leben. Hi, Jungs. Was zur Hölle? Ach du meine Güte. Okay. Wow. Ach du meine Scheiße. Was bist du für ein Ding? Au. Okay, nicht vergessen, das Spiel ist blind. Wenn ich sowas nicht kenne, dann macht das einfach mal so mit mir. Am besten, ich tanze erstmal drumherum. Töte die Särge. Genau, zieh mich zurück, wenn sowas passiert. Töte einfach alles vor mir. Mach weiter die Särge kaputt. Wow. Wart, bis es schießt. Schlag ein paar Mal drauf ein. Und mach's kaputt. Wow. Ehrlich, was für eine Scheiße. Gut, gib mir den Schlüssel. Das war ein böser Raum. Das war echt ein böser Raum, ey. So, ich hätte jetzt den goldenen Schlüssel, um weiterzumachen, aber mich interessiert der Weg hier. Immer schön alles erforschen. Au. Und sich abfackeln lassen. Ist hier etwas? So. So, dann gehen wir hier vorsichtig durch. Finden heraus, dass hier auch nichts ist. Pff. Das Spiel ist ein Trollspiel manchmal echt, ey. Pff. Und deswegen mag ich es ja auch. Wenigstens scheinen hier diesmal an den Wänden auch die überall die Geheimtüren besser sichtbar zu sein. So wie die eine, die wir vorhin aufgemacht haben. Da hinten. So, kurz abspeichern. Dann geht's hier durch. Hi, Jungs. Ihr könnt mir dies jetzt viel weniger als vorher. Da ich euch viel besser treffen kann. Und ihr euch nicht mehr so leicht an mir vorbeischleichen könnt. Oh, aber ihr seid immer noch viele. Und ihr habt ein Eisding. Au.
Wow, ho, ho. So, einfach einmal hochheim, bitte.